Hallo und herzlich willkommen bei Out in the Wild. Hallo zusammen. So, wir haben in einem vorigen Video vorgestellt diese praktische Handkettensäge und wir haben da auch einen Produkttest zugemacht. Also wenn ihr es angeguckt habt, dann kennt ihr das schon. Das verlinken wir auch irgendwo. Irgendwo, wir wissen noch nicht wo, wahrscheinlich hier, weil hier gerade Platz ist. auf jeden Fall. Wir haben uns gedacht, weil wir jetzt schon so viele Abonnenten haben. Wie viel haben wir insgesamt? 1030 irgendwas. So um den Dreh rum. Haben wir uns gedacht, wir machen für euch was und wir verlosen diese schöne Handkettensäge in der praktischen Tasche und den Feuerstarter dazu. Ich höre mich an wie ein Verkäufer. Naja. Ja, alles was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video mit einem Daumen hoch bewerten, uns abonnieren und vielleicht noch einen Kommentar in YouTube unter diesem Video einsetzen, warum ihr die Kettensäge haben wollt oder schreibt irgendwas. Eigentlich ist es egal, was ihr schreibt. Abo, Daumen hoch und ein Kommentar unter dem Video. Alternativ würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr auf unserer Facebook-Seite ein Like da lasst und vielleicht auch unter dem Gewinnspiel-Post einen Kommentar schreibt. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr sagen würdet, für was ihr sie benutzen würdet, ob ihr sie braucht, was an dieser Handkettensäge vielleicht toll wäre. Also mir persönlich Packmaß, es ist einfach am Gürtel anzubringen, selbst wenn du noch eine Klappsäge dabei hast, für große Baumstämme super geeignet. Also lasst einen Kommi da, wie gesagt, auf Facebook lassen wir die Aktion auch laufen. Schaut es euch an, wir verlinken natürlich alles und wir würden uns freuen über viele Kommentare und wenn irgendjemand von euch diese schöne Handkettensäge bekommt. Ja, wir danken euch auch nochmal für die Treue mittlerweile. Fast ein Jahr sind wir jetzt hier am Start. Tolles Feedback bis jetzt. Es macht echt Spaß. Und wir sind von diesem Ansturm an Leuten wirklich sehr überrascht. Ja, auch nochmal danke für die vielen Kommentare, für das Feedback. Also ich bin immer froh, auch bei meinen Videos, wenn mir gesagt wird, was ich alles noch anders machen soll. Ich versuch's. Und ich finde es schön, dass ihr uns so lange folgt schon und ich hoffe, ihr schaut euch unsere nächsten Videos dann auch an. Noch als kleiner Hinweis dann, also das Gewinnspiel endet dann am 13.05.2017 und am 14.05. geben wir dann bekannt, wer gewonnen hat. Dann wünsche ich euch schon mal viel Erfolg und viel Spaß dann noch bei unseren Videos. Tschüss! Ciao!